Kongress bei erzählen. Im Prinzip handelt es sich dabei um eine Voice-Assistenten, den man so selber sich zusammenbasteln darf. Hintergrund der Sache ist eigentlich so, vor Jahren kam es ja Alexa, Siri und der ganze Kram auf den Markt, der an und für sich ganz cool ist, wenn er nicht durch die scheiß Cloud laufen würde und den Scheiß nach irgendwohin hochlädt. Und sagen wir so, ich war damals skeptisch und mittlerweile sind ja auch öfters Fälle rausgekommen, wie dass die Sachen dann in irgendein drittes Weltland zur Analyse geschickt werden und ähnliche Sachen, um es zu verbessern. Und einige komische Polizeifälle ist durchaus ganz lustig, wenn man danach mal googelt, was da so an Ticket gibt. Sprich, ich fühle mich irgendwie gerechtfertigt, so ein Ding aus dem Haus nicht zu verbannen und niemals haben zu wollen. Aber irgendwie finde ich trotzdem die Features halt ganz cool, dass man irgendwie, wenn man kocht, einen Timer auf 5 Minuten stellt, ohne irgendwas anpacken zu müssen, was dreckig wird oder sowas. Genau. Und ich hatte jetzt einfach mal vor ein paar Wochen angefangen, mich mit zu beschäftigen, wie denn der aktuelle Stand so in der Open-Source-Ecke ist und habe dieses Projekt quasi gefunden, fand das ganz cool und möchte das dementsprechend jetzt einfach mal weiter vorstellen. Genau. Woraus besteht RESTbar erstmal? Das allererste, was man hat, ist eine Keyword-Detection. Dann hat man Dialogmanager, einen Speech-to-Text, einen Text-to-Speech und eine Intent-Execution. Wobei die Intent-Execution quasi der Do-it-yourself-Teil da an dem ganzen Thema ist. Die anderen Sachen kann es einen mitliefern. Öpp, fangen wir an mit dem Keyword-Detection. Im Prinzip eins der Probleme, was man beim Voice-Assistenten hat, was ist an den Voice-Assistenten gerichtet und was nicht. Alexa löst das, indem man Alexa sagt, Siri und so weiter auch. Da kommen auch direkt die ersten Probleme. Jemand, der einen Freund mit Alex hat und irgendeinen anderen Freund, der eine Alexa rumstehen hat, kennt das Problem. Der Scheiß, den gehört ständig zu, wenn es nicht zuhören soll. Und wenn man dann auch halt die Fresse sagt, meckert es, dass es nicht höflich ist. Und sagen wir so, mental passt das nicht zu meinem Bild von Maschinen, die mir dienen sollen. Genau. RESTbar kann sehr viel verschiedene Services. Also das Ganze ist ein riesiges Konglomerat um einen Broker gebaut, einen Message-Broker. Ich werde im Prinzip jetzt die Recommended-Settings im Wesentlichen vorstellen und zeigen, weil sie funktionieren überraschend gut einfach, out of the box. Man kann da auch irgendwie lustig sich dran verkünsteln für Details. Das hatte ich nicht für notwendig empfunden tatsächlich. Ging zu gut. Das erste Ding an der Stelle wäre Porcupine. Das Ganze ist die Software und auch eins der Schlüsselwörter, was sie kann. Einfach weil das Ganze ist dual lizenziert. Man hat ein paar Schlüsselwörter, die es umsonst gibt. Sowas wie Porcupine oder ähnliche. Und wenn man eine tolle Firma ist, die einen Voice-Assistenten bauen will und halt Geld verdienen will und das Ganze mit Hi-Firmennamen oder so ansprechen soll, dann halten sie die Hand auf und sagen Geld her. Für meine Zwecke reicht Porcupine, ist ein Wort, was ich alltäglich nicht häufig benutze und was wunderbar funktioniert, weil es kommt auch sonst nirgendwie in der deutschen oder englischen Sprache relevant vor, wenn man nicht gerade im Zoo ist und passt dann. Genau, dann nächste Thema. Man braucht irgendwas, was versteht, dass ein Dialog stattfindet, wann ein Dialog endet. Also ein Dialog kann ja relativ einfach sein, wie ich habe einfach nur einen einfachen Befehl, wie mach's Licht aus. Dann ist der Dialog zu Ende, spätestens mit dem Okay noch als Bestätigung. Es kann aber auch sowas sein, wie du spielst Tic-Tac-Toe, weil du Langeweile hast mit dem Ding und du sagst einen Zug, das Ding sagt dir einen Zug und dann bist du wieder dran. Also es kann hin und her gehen. Und der Dialogmanager kann eigentlich quasi einen Dialog session und man kann ihm halt sagen, sie werden fortgesetzt und hier ist eine Antwort zwischendrin und wir warten dann auf die nächste Frage-Antwort oder ist jetzt beendet und das ist das finale Ergebnis. Benutze ich tatsächlich eigentlich nur für Halbautomatisierung sehr simpel, weil ich habe eigentlich keine Lust, ewig mit dem Ding an rumzureden. Ich benutze es mehr oder weniger einfache Befehle und gut ist. Was das Ding auch noch unterstützt, ist eine Logik, dass es Timeouts gibt. Also wenn irgendein Dialog gestartet wird und da sollte jetzt irgendwas ausführen und irgendwo reagiert einfach nichts, weil irgendein Teil fehlt im System oder kaputt ist, dass der irgendwann auch beendet wird und klar ist, es ist nicht mehr alles in diesem Dialog. Ja. Speech-to-Text. Das Gesamtsystem kann quasi Closed- oder Open-Erkennung und zig verschiedene Engines drin, inklusive einer eigenen. Hätte ich jetzt gesagt. Im Prinzip die Frage war gerade, was Open oder Closed ist. Im Prinzip eine Closed-Erkennung ist, ich habe eine Grammatik und sage, es gibt zum Beispiel den Satz Badezimmerlicht aus und es gibt den Satz Badezimmerlicht an und es kann genau diese beiden Sätze erkennen. Und eine offene Grammatik wäre, dass ich sage, es gibt Badezimmer, man kann einen Lichtschalter bieten und dann hat man da irgendwo vielleicht ein GPT rumgewurstelt und sonst was und noch ein bisschen komplizierte Spracherkennung und hofft, dass man irgendwie aus dem Matsch rausinterpretiert, was es für Befehle sind. Geht, kann funktionieren, habe ich persönlich nicht als notwendig empfunden.
Ich sehe das eher so wie eine bessere CLI-Invoice. Ich gebe ein konkretes Befehl ein und der soll konkret interpretiert werden. Also habe ich mich mit der OpenTile nicht wirklich beschäftigt. Brauche naheliegenderweise auch ein Vielfaches an Ressourcen gegenüber der Closed-Erkennung. Also deren Closed-Erkennung, sagen sie, auf dem Raspberry kann halt in ein paar Millisekunden gegen eine knappe Million verschiedene Sätze matchen. Die offenen Systeme sind dann plötzlich bei 1000 in derselben Zeit. Das heißt, man kommt dann auch irgendwann in Bereiche, wo man versteht, warum so eine blöde Alexa das in der Cloud macht, weil sie die Rechenleistung tatsächlich brauchen, um die Modelle zu berechnen. Ja, also für mich nicht relevant gewesen. Ich habe Closed genommen, tut es für mich zu Hause. So ein ganz einfacher Fall für so eine Grammatik wäre jetzt, ich definiere, das ist das im Prinzip den Abschnitt Light State. Das Ganze sind etwas übel misshandelte INI-Dateien, die sie da benutzen. Aber sie funktionieren sehr gut für den Zweck. Das heißt, man macht so einen Abschnitt wie für Light State und dann kann man sagen, es gibt einen State und der kann on oder off sein. Also es ist einfach eine Oder-Verknüpfung. Und dann kann ich sagen, es gibt den Satz turn und dann kommt dann State rein aus dieser Variable. Und dann kommen optionale Blöcke eventuell noch und dann kann ich sagen, light. Das heißt, ich kann jetzt sagen, turn on irgendein Licht, das ist woanders definiert in diesem Fall, the light. Und der würde jetzt einfach nur gucken, ob das darauf matcht oder nicht. Und wenn es matcht, geht es direkt weiter mit der Intent Execution. An und für sich, wenn er einen Wort verstanden hat oder einen Satz in dieser Grammatik plus Variablen da drinne, generiert er einen Intent daraus. Und der Intent enthält im Wesentlichen A, erstmal was der Rohtext, der erkannt wurde, und was sind die Werte der Variablen. Das heißt, in diesem Fall würde er sowas sagen wie, ich bin im Intent Light State, die Variable an oder aus steht auf an sozusagen und welches Licht noch betroffen ist beispielsweise. Kommen wir gleich im Demo-Teil genauer zu. Und das Ganze darf man sich dann halt selber basteln. Ich habe, da ich ein Node-RED bei mir am Laufen habe, das Node-RED gebaut. Aber an und für sich kann man das bauen, womit man lustig ist. Genau. Das ist so die Kernarchitektur, die man noch verstehen muss. In der Mitte von diesem gesamten System sitzt ein MQTT-Broker und alles andere connectet dagegen und teilt darüber Sachen mit. Das heißt, die reichen auch tatsächlich Audioschnipsel durch MQTT durch, innerhalb der Dialoge. Die Keyword-Erkennungen können UDP-Streaming, dass sie quasi erst auf dieses MQTT-Streaming umswitchen, wenn das Keyword erkannt wurde und vorher das Ganze nicht darüber läuft. Ja, und halt wären wir auch schon bei der Demo. Mal gucken, ob das alles so läuft, wie ich es mir vorstelle. Zack. Ha, genau. Ich habe derzeit einfach, es gibt einen Docker-Compose-File, das enthält im Wesentlichen einfach nur einen Broker und einen REST-UI und noch so ein bisschen außenrum Gekrösel. Einfach mal quasi die Demo-Umgebung, die habe ich hier mal aufgesetzt, um jetzt erstmal kurz zu zeigen. Und das Erste, was man so machen kann, ist eigentlich konfigurieren. Und was man braucht, ist erstmal irgendwas zum Audio aufnehmen. Ich kann die Frage, ob ich einen Tick reinzoomen kann, das kann ich sicherlich, ist ja eine Webseite. So, im Prinzip, was ich jetzt mache, ist, ich nehme hier einfach lokales Audio erstmal. Es gibt das Konzept von Satelliten, was man dann später, wenn man irgendwie eine zentrale Installation hat, haben will. Das heißt, man hat entweder Raspberries oder ähnliche Plattformen verteilt, wo auch ein RESTUI drauf läuft, die nur einzelne Sachen machen, wie Keyword-Erkennung. Danach leiten sie alles in MQTT-Broker von dem anderen Installation weiter. Es gibt auch dürrere Satelliten, womit ich derzeit ein bisschen noch rumspiele. Im Prinzip auf Basis vom ESP32 mit einem Mikrofon, die MQTT können und einfach alles reinstreamen in das Hauptsystem und das kümmert sich um Keyword-Erkennung und alles weitere. Verursacht ein bisschen mehr Traffic, dafür ist der Satellit halt ein bisschen dümmer. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, was man da genau haben will. Genau, Wake Word würde ich jetzt das Porcupine, was ich gesagt hatte, nehmen. Speech to Text, nehmen wir einfach alles erstmal das Recommendete. Hopp. Man sieht auch, es gibt einige Optionen. Und Ausgabe mache ich auch mal lokal. Ich hoffe, sie ist nicht zu übel. Und logischerweise noch ein Dialogmanager und Intent Handling. Man kann, wenn man einen im Prinzip einen Home Assistant oder einfach selber was implementieren will als Webschnittstelle, das darüber machen. In meinem Fall bin ich immer direkt gegen das MQTT gegangen und habe mich auf den entsprechenden Topic subscribed, wo die durchlaufen. Das ist halt je nachdem, was man für eine Umgebung hat und wie man die baut, unterschiedlich nützlich. So. Hopp. Dann restartet sich der ganze Krempel einmal unten drunter. Und dann brauchen wir noch Sätze. Man sieht, hier sind schon so ein paar Beispielsätze drin und das Ding braucht jetzt noch ein paar Dateien, die sich reinzieht. In diesem Fall im Wesentlichen Akustikmodelle für die Spracherkennung und ähnliches. Hat halt eine interne Art Packet Manager drin. Wartet man ein bisschen, während er sich Sachen runterzieht und dann kann der tatsächlich im Prinzip mit den Befehlen, die drin sind, direkt loslegen. Braucht jetzt noch kurz.
aber auch nicht so ewig, geht schnell genug. Genau, wann immer man irgendwas an diesen Sätzen ändert, trainiert er im Prinzip wirklich ein Profil, also ein kleines mini-neuronales Netz oder irgendwas ähnliches intern, je nachdem, welche Spracherkennung man benutzt, über die das läuft. Das braucht halt, also meiner Erfahrung nach, irgendwie so 1, 2 Sekunden, also nicht wirklich relevant. Funktioniert. Genau. Und er hat jetzt hier sowas wie What time is it? Und jetzt müsste ich eigentlich, wenn alles läuft, sagen können, wir haben Porcupine drin. Porcupine. What time is it? Und dann sehen wir hier, er hat erkannt den Satz, er hat erkannt, welches Intent das ist, nämlich der GetTimeIntent. Und man sieht halt im Prinzip, dass er Slots hat, das Ding jetzt keine, hat keine Variablen, ist nur ein komplett einfacher Befehl, aber soweit schon mal ganz gut funktionierend. Ich kann auch gucken, ob wir irgendwas Interessanteres haben. Genau. Wir können, haben wir hier eine mit Variable, die wir nehmen, genau. Können sagen sowas wie turn, dann on und Living Room Lamp. Nehmen wir den doch mal. Porcupine, turn on, Living Room Lamp. Und dann sieht man jetzt auch, was ich meine mit, er befüllt die Variablen und versteht, was die bedeuten. Und es funktioniert halt dafür, dass ich jetzt literally die Sample-Konfiguration habe und meine englische Aussprache grausam ist, wenn man ehrlich ist, echt gut, finde ich. Also das fand ich ziemlich verblüffend, weil ich spreche nicht gut Englisch und es geht einfach. Genau. Und ich wechsle jetzt mal kurz auf eine nicht leere Installation, sondern die, die ich bei mir zu Hause zusammenbasteln bin. Weil da sind jetzt ein paar Intents schon drin, einfach um mal zu zeigen, wie die dann so implementiert sein können. Und einmal nein. Das Ganze hat jetzt etwas höheren Delay drin, weil es einmal den MQTT-Broker, der zu Hause auf meinem NAS läuft, anspricht und die Daten zurückkommen. Funktioniert aber trotzdem eigentlich überraschend gut von der Geschwindigkeit. So, einmal neu laden. Genau, hier habe ich jetzt auch ein paar andere Befehle drin. Vielleicht noch zur Erklärung, was ich auch noch sagen will. Ich benutze tatsächlich eine andere Voice-Ausgabe wie die standardmäßige. Die standardmäßige funktioniert, klingt aber meiner Meinung nach nicht schön. Und da man geschätzte 12 SIG zur Auswahl hat, habe ich einfach ein paar durchprobiert, bis ich eine gefunden habe, die mir gefällt. Nachteil an der Lösung ist, sie braucht länger zum Generieren. Also sie ist im Sekundenbereich statt im Millisekundenbereich. Was mich im Normalfall nicht wahnsinnig interessiert, wenn der Lichtschalter eine Sekunde länger braucht, um zu bestätigen, dass er jetzt ausschaltet oder so. Genau. Und was habe ich jetzt an harmloseren Sachen? Ein paar davon sind scharf, deswegen muss ich aufpassen, weil sonst ändert sich irgendwo am anderen Ende der Gegend hier ein Rollladen oder sowas. Also nichts super Schlimmes. Der ist zum Beispiel so einer, der jetzt ein bisschen blöd wäre. So, was ich jetzt einmal dabei zeigen kann, ist, zack. Im Prinzip hat das dieses Hermes-Protokoll. Und das Ganze ist nur ein Satellit von mir, der da gerade gemütlich in meine Richtung hier spammt. Den können wir mal kurz ignorieren. Und wenn ich jetzt sage sowas wie Porcupine, what time is it? It is 22 minutes past 20. Dann sieht man auch die Ausgabe. Und hier haben wir jetzt den Intent ganz einfach gehabt. Und jetzt kommen wir mal zur Implementierung. Wie baue ich denn dann wirklich was damit? Habe in meinem Fall mit Node-RED-Basis, weil ich das so halt hatte und relativ gerne benutze. Und der GetTime wäre jetzt der hier einfach. Also ich kriege hier die MQTT-Nachricht rein von diesem Intent-Topic. Und ich setze in diesem Fall jetzt einfach nur eine Session-ID, damit ich hinterher sagen kann, wenn ich End-Session mache, dass er weiß, welche ich schließe. Und ich habe hier ein bisschen Inline-Ekel-Skript, was am Ende effektiv ist, baut hier unten einfach nur einen Satz zusammen. Mehr ist es nicht. Also ich hoffe, man kann es ganz gut sehen. Das baut halt einfach it is und dann halt Minuten, Stunden, Blöcke mit allen möglichen Sonderfällen, wenn es halb ist und so weiter. Sprache ist da irgendwie ekelhaft. Und in End Session ist eigentlich nichts weiter drin. Da sage ich einfach nur jetzt, der Dialog ist jetzt beendet und die Antwort ist dieser Satz, den ich vorher in der Message konfiguriert habe. Ja, und dann benutzt letztendlich das RESTby den Text-to-Speech-Teil, um die Antwort mir auf dem Client, wo die Frage herkam, vorzulesen. Also wenn er jetzt mehrere Satelliten hat, versteht er auch, dass ich jetzt, wenn ich auf irgendeinem Satellitenbefehl gebe, dass die Antwort auch auf dem Satellit kommen soll. Und man hat auch die Satelliten-ID, die wird überall durchgereicht und ähnliches. Genau. Erstmal irgendwelche Fragen zu dem Thema.
Wo du gerade schon Satelliten erwähnst. Was ist, wenn mehrere Satelliten das gleiche Signal oder ein Signal zum gleichen Zeitpunkt aufnehmen? Führt er beide dann aus? Würde das eine zweimal aus, wenn es zweimal das gleiche ist? Die Frage war, was passiert, wenn mehrere Satelliten dasselbe Signal gleichzeitig hören? Meine bisherige Erkenntnis mit dem Rumspielen war, es wird einfach auf beiden zweimal ausgeführt. Also die laufen einfach beide, machen den Dialog durch und beide antworten dasselbe, in meinem Fall bei GetTime oder so. Tatsächlich kann man einfach die Empfindlichkeit so anpassen, dass das selten passiert. Also man könnte sich halt auch die Mühe machen, die ich mir noch nicht gemacht habe. Ich habe ja den Intent, ich weiß, was der Befehl war im Intent, ich weiß, von welchem Satelliten er kam. Ich könnte jetzt hier so eine Logik machen, wir warten mal kurz 50 Millisekunden, ob wer anders noch denselben Befehl hat und dann entscheiden wir, welcher wichtiger ist anhand, also das sieht man hier jetzt so ein bisschen drin, wenn man sich das genauer anguckt. Der Intent ist jetzt relativ einfach, aber die haben hier Sachen wie Konfidenz drin, wie laut es war, alle möglichen Informationen, also Metadaten. Das heißt, theoretisch, wenn ich Bock darauf habe, kann ich mir eine Logik bauen, die so eine Kollisionserkennung macht und das löst. De facto war mein Problem eigentlich nicht relevant. Das Laptop hat ein relativ gutes Mikrofon noch. Die ESPs, mit denen ich derzeit rumteste, die hören nicht aus 2 Metern nicht, deswegen finde ich die auch nicht überzeugend. Da muss ich, der Fairness halber, es ist ein M5 Atom Mikro, das Ding ist groß wie ein 1-Euro-Stück für ein ESP-Mikrofon und Lautsprecher und so funktioniert es halt auch. Also hat dafür aber auch nur 6 Euro gekostet. Also das ist noch nicht die Lösung. Es gibt deutlich bessere Boards, die andere Leute benutzen. Matrix Voice Board. Das Ganze hat ein Matrix-Mikrofon drauf mit einem FPGR zum Filtern, Vorfiltern und alles. Mit dem soll es wunderbar laufen. Das ist mir aber mit 70 Euro wiederum zu teuer, weil dafür kann ich dann auch wirklich einen Raspberry nehmen, wo einfach ein Mikrofon dran ist. Hätte die nette Eleganz natürlich, wenn man irgendwas Schlaueres nimmt wie ein ESP und die Wake-Word-Detection noch lokal läuft. Also man installiert im Prinzip denselben Software-Stack, aber nimmt andere Config. Und ich sage, in dem lokalen Teil läuft dann nur die Wake-Word-Erkennung und ab dem, wo das erkannt wird, wird es an die Hauptstation weitergeleitet. Das heißt, ich hätte keinerlei Netzwerk-Traffic, solange er nicht das Startwort erkennt. Man könnte natürlich auch Sachen machen, wie dass der Satellit ein anderes Startwort benutzt. Die Option hat man auch. Also ist lösbar, je nachdem, wie man will, mit verschiedenen viel Aufwand. De facto in der Praxis habe ich das Problem noch nicht gehabt. Nächste Frage. Wie sieht das mit anderen Sprachen aus? Also ist das jetzt alles auf Englisch ausgelegt oder hast du es auch schon mal mit Deutsch probiert? Ich habe es tatsächlich nicht mit Deutsch probiert, weil ich die persönliche Überzeugung habe, dass alles, was IT hat, auf Englisch zu sein hat. Oder von mir aus Chinesisch, aber nicht auf Deutsch, weil es da nicht erfunden wird. Außer vielleicht uralte Systeme, aber das ist meine persönliche Meinung. Es soll mit Deutsch gehen, es soll Leute geben, die es mit Deutsch benutzen, soll aber auch ganz okay sein. Ich habe es aber selber nicht benutzt, also kann ich nichts zu sagen. Aber es hat Support für. Ja? Okay, also das Hermes-Protokoll ist im Prinzip einfach ein, unterhalb des MQTTs gibt es ein Protokoll, wie die Sachen hier Sachen durchleiten. Also diese Topics sind spezifiziert, welcher Topic wird benutzt, wenn ein Hotword erkannt wird, wie wird ein Intent kommuniziert, wie wird der Dialogmanager angesprochen. Dieser ganze Kram ist quasi in einem Protokoll definiert, dem Hermes-Protokoll, was halt sagt, wie die Topics heißen und wie der Inhalt davon aussehen muss, die Payloads. Also quasi so äquivalent, wie du woanders irgendeine Swagger-Doku für eine REST-API hättest, die sagt, so sieht die JSON-Sachen aus, folgende Verben sind erlaubt, ähnliche Sachen. Nur halt, dass es nicht REST ist, sondern MQTT. Und Node-RED benutze ich einfach so generell schon bei mir zu Hause. Man kann alles andere nehmen, was man an MQTT dranhängen kann. Das Relevante ist halt einfach nur, dass man dann Hermes-kompatible Antworten generiert. In meinem Fall mache ich es halt einfach, da sie echt nicht kompliziert sind von Hand, indem ich einfach kurz sage, hier ist ein Satz und sage den zurück oder so. Die wirkliche Logik ist eigentlich eher, dass ich halt im Node-RED auch die anderen Sachen verfügbar habe. Also jetzt Beispiel ist, bei Lichtsachen hole ich mir halt einfach nur die Slots raus, für wo es stattfindet, welche Prozenthelligkeit man haben will, habe dann einen Switch drin, der entscheidet, welchen Raum wurde gesagt und dann in meinem Fall habe ich ein KNX-System, dann schickt er das tatsächlich auf die KNX-Channels raus und steuert halt den KNX-Bus direkt. Also sprich, die Flexibilität kommt eigentlich gerade dadurch, dass der Teil, der einem bei Alexa oder so nur einkaufbar ist, gar nicht existiert. Weil eins der Probleme, was ich festgestellt habe, was ein Freund mit Alexa rumgebastelt hat, bei Alexa kann ich ja auch ein Skill selber schreiben, was ja äquivalent ist ungefähr zu so einem Intent, der Sachen interpretiert und verarbeitet.
Der läuft aber nicht bei mir lokal zu Hause und auch nicht auf der Alexa, sondern dann darf ich irgendein Lambda oder ähnliches gebastelt machen in der Amazon Cloud. Und jetzt habe ich das Problem, super, ich weiß, ich will den Rollladen im Schlafzimmer auf 50% stellen. Ich bin gerade in der Amazon Cloud auf irgendeinem anonymen Server. Wie kriege ich diesen Befehl zu mir nach Hause? Entweder ich mache jetzt irgendeine Restschnittstelle auf, irgendeinen komischen Port auf, da kommen dann die ganzen komischen China-Steckdosen mit offenen Ports her übrigens, weil die funktionieren so pragmatisch, wie es geht. Die machen per UPnP sich einen Port auf und lassen die Amazon Cloud direkt mit dir reden, am besten mit einer Whitelist, wenn Amazon im Namen der URL steht. Schon gesehen, das ist genau, also von daher finde ich es in gewisser Hinsicht ganz praktisch, dadurch, dass der Scheiß lokal ist, kann man halt auch einfach lokal, ohne sich super einen abbrechen zu müssen mit Zertifikaten oder sonst was sagen, man steuert die Sachen jetzt relativ direkt. Das macht in gewisser Weise vieles ironischerweise einfacher, obwohl man mehr tun muss. Ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt reinbauen würde, dass einem das Ding Geschichten erzählen kann oder sowas. Das klingt nach sehr viel Arbeit, dafür halte ich die falsche Lösung. Aber für so die häufig gebräuchlichsten Sachen, und meiner Erfahrung nach ist das irgendein Licht, weil man gerade auf dem Sofa sitzt, zu dimmen, weil man im Fernsehen sitzt oder sowas, vielleicht mal einen Rollladen auf und zu machen, man liegt schon im Bett und will gerade einpennen, das Licht ist noch an, will es kurz ausmachen. Oder man braucht einen Timer von 5 Minuten, während man in der Küche gerade Gemüse schnippelt und die Hände mit irgendeinem Zeug vollgeschmiert sind und will sich nicht erst abwaschen, um dann eine normale Küchenuhr zu nehmen. Für solche Fälle tut es das wunderbar. Aber im Prinzip kann man reinbasteln, was man schafft, zu kommunizieren und zu interpretieren. Ja, weitere Fragen? Also den Namen habe ich noch nicht 100% verstanden. MQTT selber hat schon Topics. Genau. MQTT ist ein generischer Message Broker, der einfach nur sagt, es gibt Topics, da kannst du publishen und subscriben. Und es gibt eine Payload, die kann irgendwas sein. Das ist MQTT erstmal persönlich egal. Das kann XML sein, das kann Binärdaten sein. Und Hermes definiert jetzt anhand von Topics im MQTT und Payloads, die da drin definiert sind, ein Unterprotokoll quasi. Also so ähnlich wie ich kann, was haben wir, irgendeinen lustigen ActiveMQ oder also ähnliche Verhältnisse wie ich habe SOAP, was definiert, ich habe XML über Web und ich habe eine WSDL, was definiert, wie soll es aussehen. Für IT da. Das macht enorm viel. Also man, wenn man sich es anguckt, haben die in der MQTT-API so Sachen drin, wie es beschreibt, wie heißen die einzelnen Teile. Es beschreibt, das ist ein Typ von Objekt. Ich kann ein String reinsetzen, Action, oder ich kann ein String Notification reinsetzen. Was ist ein Text? Das wird alles definiert, wie diese Payloads aussehen. Das liegt alles mit an diesen Protokollen. Also ich muss ja irgendwie klar sein, wenn das irgendwie 5, 6 verschiedene Services sind, die alle gegen diesen MQTT-Bus gehen, wie die eigentlich miteinander kommunizieren können. Dafür brauchen die eine gemeinsame Basis. Und das stellt quasi dieses Protokollthema dar. Ja, so ähnlich. Nur halt, dass es einfach nur ein Protokoll ist und wenn du dich dran hältst, dann weigert sich die andere Seite, es zu verarbeiten. Das wird nicht validiert in dem Sinne. Hart beim Absenden oder so. Aber die Idee ist dieselbe. Ich muss halt irgendwie ein Format festlegen, das auch klar ist, wie jetzt sowas aussehen muss. Genau. Ja. Weitere Fragen? Nächste Frage. Bei Alexa und Siri gibt es einen quasi Shut-up-Befehl. Wie läuft es jetzt hier, wenn du deine eigenen Intents definierst oder programmierst und die Amok laufen? Ah, das ist eine relativ einfache Frage. Man kann tatsächlich direkt festlegen, dass es Abbruchwörter gibt. War es hier drin? Yep. Zum Beispiel kann ich, bist du da? So. Bei der Intent Recognition kann ich jetzt zum Beispiel sagen, dass es ein Board gibt. Hopp, dann trainiere es einmal kurz neu. Und jetzt müsste ich eigentlich sowas sagen können wie, wie ist der Satz genau? Das war, bei mir ist das etwas pragmatischer, genau. Porcupine, current time abort. Und theoretisch bricht er ab, gerade nicht, wahrscheinlich weil ich noch irgendwas nicht richtig eingestellt habe. Also man kann Wörter reinprogrammieren, wo wenn er das Wort hört, bricht er sofort ab, egal was sonst los ist. Ja. Alternativ funktioniert auch das, was bei Alexa nicht funktioniert. Man kann das Ding einfach beleidigen, weil dann kann er die Sätze nicht mehr matchen und gut ist.
Also zum Beispiel, ich unterhalte mich jetzt mit dir über Stachelschwein, erwähne das Wort Porcupine und sage dann einfach halt die Fresse und rede mit dir weiter ganz normal und das Ding versteht jetzt, dass es absolut nichts versteht. Dadurch, dass es halt eine Closed Grammatik ist, kann es nämlich daraus nichts interpretieren und bricht jetzt im Normalfall irgendwann ab. Interessanterweise habe ich noch irgendwo ein offenes Matching drin. Ne? Ja, also im Normalfall sollte er abbrechen, sagen wir so, aber ich habe wahrscheinlich, also es gibt Konfidenzgrenzen und die habe ich jetzt mit ziemlicher Sicherheit ziemlich schlecht eingestellt. Ach Mist, ja, ja, das war natürlich blöd, dass ich das mit rausgenommen habe, das hätte da schön drin bleiben. Guter Punkt, das Ankh musste auch rein. Das war keine gute Änderung. Das war hier Ankh. Also man, so, ich meine, so war das. Oder war es Komma getrennt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Eins von beiden war es. Wir werden es rausfinden. So. Ah, Save sollte man noch drücken, ne? Hm. Das wäre generell ganz geschickt gewesen. Ist auch eine Frage, wie extrem man das einstellt. Ob es einzelne Wörter, die es nicht versteht, einfach ignorieren soll oder ob es einfach bei jedem unbekannten Wort abbrechen soll. Hm. In der Praxis ist es halt eine Frage, was man will. So, zweiter Test. Porcupine. Und ich rede jetzt einfach weiter und hoffe, dass er die Wörter nicht erkennt. Jetzt rede ich abortet. Wir werden es rausfinden. Na, was passiert? Genau. Nix. Das ist jetzt richtig. Nee, nee. Das ist noch da. Also dieses Clip und Clip, das wird ja schon ausgewählt, indem einmal der Roundtrip durchs Nassband läuft. Das ist ja der im Prinzip, das ist das Geräusch vom Dialogmanager, wenn bei deinem Satelliten ein Dialog startet. Diese Geräusche. Also es funktioniert, wenn man es richtig bedient, man muss es aber richtig bedienen. Ja, genau, hoffe, das beantwortet die Frage. Ja. Weitere Fragen oder haben wir es? Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuhören und ich beende.